In der Regel ist es so, dass wir als Christen kämpfen mit irgendwelchen dubiosen Schwierigkeiten und wir merken, da gibt es Blockaden und irgendwelche Dinge, die uns aufhalten wollen. Ja, alles Mögliche, was immer das sein kann, von Enttäuschung, Angst, was weiß ich, depressiven Stimmungen oder was auch immer, was uns blockiert und was uns versucht, von den Segnungen Gottes abzuhalten und davon abzuhalten, in diese eigentliche Berufung, die der Herr für uns hat, hineinzugehen. Und deshalb heißt unser Spruch, Gott hat mehr für dich, um einfach bei jedem Mal, wenn wir den Mund aufmachen, den Leuten klarzumachen, hallo, es gibt mehr für dich von Gott. Es gibt kein Ende dessen, was er für dich hat. Und sei nicht zufrieden mit dem, was du erlebt hast, ob das jetzt viel oder wenig ist mit dem Herrn, ob du ein Zeugnis hast oder nicht, ob du schon Wunder gesehen hast oder nicht, oder was auch immer, sei nicht zufrieden, denn es gibt mehr, mehr, mehr. Es gibt kein Ende dessen, was der Herr für dich hat und für mich. Und genau das ist es, wo wir versuchen, Christen eben zu schulen und weiterzubringen. Sei nicht zufrieden. Sei nicht zufrieden. Es gibt mehr. Es gibt völlig anderes Leben in Gott, als du und ich bis jetzt gesehen haben. Und deshalb erzählen wir oft von Afrika oder sonst wo, wo schon ganz anders was freigesetzt ist. Aber das ist auch nicht alles, was der Herr hat. Ja? Es gibt noch viel mehr. Das ist unser Statement. Das ist was, was wir vor vielen Jahren schon von Gott empfangen haben und was wir tausende von Male schon weitergegeben haben, hinter jedem Clip und immer wieder. Auf unserer Webseite ist der sozusagen allgegenwärtig. Ne? Und das ist etwas, was, wenn du das für dich nimmst und zu deinem Eigen machst, und sagst, ja, Gott hat mehr für mich. Wenn du das ergreifst im Glauben, das wird dein Leben verändern. Das hat ja eine Power und eine Kraft, in deinem Leben Veränderung hervorzubringen, ist ja sagenhaft. Nicht zufrieden zu sein, sagen, ja, ich erwarte, dass Gott mehr für mich hat und ich strecke mich aus, das zu empfangen. Okay, gut. Soweit, so schön. Aber, tatsächlich ist es so, dass viele eben, wie soll ich mal sagen, nicht die Fülle dessen so ganz real so erleben, ne? Man weiß das, man betet dafür, man streckt sich aus, aber irgendwie ist da doch so, da fehlt doch noch was. Man ist blockiert, man ist in irgendwelchen Schwierigkeiten oder sonst was. Wie kommt man aus der Nummer raus? Das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Und dazu erzähle ich euch jetzt eine Geschichte, die ihr alle schon kennt, lese ich euch vor, aus Apostelgeschichte 16, Abvers 16. Kennt ihr alle? Es steht in Apostelgeschichte und es wird hier von Paulus berichtet, der dort in der Stadt war. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Dies aber tat sie viele Tage. Nun, jetzt ist ja interessant, ne? Hier ist eine okkult belastete Lady, die die Wahrheit sagt. Die sagt denen, pass mal auf, die verkünden euch den Weg des Heils. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen verwirrend war, ob man nicht wusste, was jetzt mit dieser Dame da war. So nach dem Motto, ist das vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Oder keine Ahnung, auf jeden Fall dauerte es lange, bis irgendwann mal das dazu kam, dass es hier heißt, Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, diesem Wahrsagegeist in der Frau, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Stunde. Also nicht zur gleichen Minute, ne? Es steht jetzt hier nicht, ob da Befreiungsgebet dahinter war oder was auch immer. Aber immerhin, zu der Stunde wurde die Frau frei. Allerdings hat er das nicht nur für Beglückung gesorgt, dass da jemand frei geworden ist, was tatsächlich beim Befreiungsdienst oft ein Punkt ist. Da wird ein Mensch frei, aber das ist für manchen anderen unter Umständen etwas, was ihn so ein bisschen ärgert. Ne? Und so war es auch hier. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, die haben nämlich mit dieser dämonisierten Frau schön Reibach gemacht. Ja, das ist auch interessant.
dämonisierte Leute, die missbraucht werden, um Geld anzuschaffen. Ne? Die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern, also mitten in die Stadt, öffentlich. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkünden Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also verwirren die ganze Stadt, das heißt, die bringen die verdorbene, verrottete Ordnung dieser okkulten Stadt einfach in Unordnung. Halleluja, möge es doch bei uns so sein. Ne? Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, also der Pöbel stand auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Also da gab es so richtig, der Mob steht auf und es gibt ein Eklat. Und anders als uns an anderen Stellen von der Bibel berichtet wird, gab es nicht 39, also 40 weniger einen Schlag, sondern hier gab es viele Schläge. Also unter Umständen war die Absicht, die totzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Viele Schläge. Und danach kamen sie ins Gefängnis und der Kerkermeister wurde noch angeordnet, also die müssen wirklich sicher verwahrt werden. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Wegen Befreiungsdienst. Dieser, nämlich der Gefängniswärter oder Kerkermeister, wie er hier heißt, warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Ist ja schon interessant, dass die anderen Gefangenen nicht auch ausgebüxt sind. Ne? Die blieben irgendwie alle da. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Interessant, dass diese Frage gleich kam. Ne? Irgendwie hatte der was bestanden. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und alle, die seien, sogleich. Und er führte sie hinab in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Gut. Eine der bekanntesten Storys aus der Apostelgeschichte, dürftet ihr alle kennen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Aspekte, auf die man hier Wert legen kann. Ne? Worum es mir geht, ist, die kamen ins Gefängnis. Das ist schon mal schlecht. Ne? Im Gefängnis zu hocken ist schlecht. Warum? Weil eine aufgewiegelte Stadt war. Weil da ein aufgewiegelter Pöbel war und die waren wirklich zusammengeschlagen worden. Blutend, verletzt, schwer gezüchtigt. Und dann kamen sie ins Gefängnis und nicht nur das, sondern sie kamen ins innere Gefängnis. Nun, wie ist das zu verstehen? Damals war das so, die hatten ein Gebäude als Gefängnis, entsprechend gut, stabil und so. Ne? Schön, dass da keiner rauskam, wie heute auch. Aber innen drin, innerhalb des Gefängnisses gab es sozusagen nochmal so ein kleines Gebäude, Raum, Gemäuer. Es war also nochmal ein komplettes kleines Gebäude drin, ja, das innere Gefängnis, wo es nur eine Tür zu gab und da kamen sie rein. Das heißt, du warst in dem Gefängnis, das im Gefängnis war. Und das war wirklich der blödste Fleck, weil da kam kaum Luft rein, da kam sowieso kein Licht rein und so weiter. Das war wirklich innen im Gefängnis, in der Dunkelheit. Und nicht nur, dass sie jetzt in dem inneren Gefängnis waren, was in dem Gefängnis war, was in der aufgewiegelten Stadt war. Nein, sie kam auch noch mit den Füßen in den Block.
Das heißt, sie waren jetzt auch noch mal mehr gefangen. Und du musst verstehen, hier haben wir also eine wirklich saublöde Situation. Ohne dass sie irgendwas gemacht haben, nur aufgrund von einem Aufstehen von Leuten, die mit dem Okkultismus Geld verdient haben, ne, kommen die hier in diese Notsituation und haben jetzt eben diese Bedrängnis zu erdulden. Die aufgewiegelte Stadt, das Gefängnis, das innere Gefängnis, dann noch der Wächter, der auch noch da ist, und dieser elende Block. Also der Block ist dafür, dass sie gefangen sind. Das kleine Gefängnis, das innere Gefängnis ist dafür, dass sie noch mehr gefangen sind. Das Aus ist dann, dass sie sowieso gefangen sind. Und ob sie aus der Stadt rausgekommen wären, heil, wäre auch noch die Frage gewesen. Ey, die Situation war wirklich blöd. Was haben sie gemacht? Nichts, sie haben das Wort verkündigt. Beziehungsweise Paulus hat diesen elenden Dämon rausgeschmissen. So, ich persönlich glaube, dass sie die fast totgeschlagen haben. Ja? Und dass einfach diese Finsternis aufgestanden ist, um da wirklich die zu schädigen. Und dann waren sie dort in dem Dunkel, ich sag mal, in dem Mangel, in den Schmerzen, in der Not, als mächtige Männer Gottes. Weißt du was? Stell dir das mal so vor, die Situation. Block, Gefängnis, äußeres Gefängnis. Weißt du was? Das ist der Plan des Feindes für dich. Das ist der Plan des Feindes für dich. Genau da will er dich haben. Genau da will er dich haben. Du gehst vorwärts mit dem Herrn. Du bist gehorsam. Du machst genau das, was er dir sagt. Und auf einmal steht irgendwas auf. Und plötzlich findest du dich an einem derartigen elenden Ort. An einem Ort von Schmerzen, von Mangel, von Not, von vielleicht Dunkelheit, von Bedrängnis, von irgendwelchen abstrusen Sachen bewacht, gefangen, in was auch immer. Den Fuß oder die Füße im Block. Ja, weißt du was? Das hätte auch das Ende sein können. Das hätte durchaus das Ende sein können. Wir wissen, dass die Story weitergeht und dass die dann rauskamen und so weiter, ja. Aber das hätte auch das Ende sein können für die. Das hätte auch ihr Tod sein können, da hätte es auch keinen Ausweg drauf rausgeben können. Ich bin sicher, dass der Pöbel gesagt hat, schlag sie tot. Ja? Und als es dann darum ging, ins Gefängnis, okay, lass sie verbluten, lass sie verdursten, lass sie verhungern. Lass sie da elend zugrunde gehen. Und der Kerkermeister da, der hatte einfach nur seinen Job zu machen. Weißt du was? Das ist deine Story. Und das ist meine Story. Das ist das, wo der Feind uns haben will. Und das ist das, was wir oft erleben als Christen, gerade wenn wir mit dem Herrn vorwärts gehen. Ja, gerade wenn wir vorwärts gehen. Das findest du so oft in der Bibel. Ja, Hiskia war ein Superkönig, der sagenhaft viel richtig gemacht hat, der mit dem Herrn vorwärts gegangen ist, der wirklich richtig, richtig gut war, gottesfürchtig, und eine gigantische Heeresmacht kommt und bedrängt ihn in einer unvorstellbaren Power und Gewalt. Ja, nur als Beispiel. Immer wieder diese Situation. Je mehr und je besser man mit dem Herrn vorwärts geht, irgendwann solche ein Wahnsinn hier. So, und jetzt waren die da also in diesem elenden Gefangenenzustand. Und irgendwann, glaube ich, sind sie zu sich gekommen. Ich weiß nicht, ob die vorher nicht einfach ohnmächtig geschlagen waren. Manche Leute sagen, ja, warum haben sie nicht vorher angefangen zu beten und zu singen? Ich glaube, die waren dazu nicht in der Lage. Ehrlich, ich glaube, sie waren dazu nicht in der Lage. Aber irgendwann hatten sie sich so weit berappelt, und die mussten sich ja auch irgendwie da mit den Füßen in dem Block, also es ist schon schwierig, ja. Also das war alles andere als, wie soll ich mal sagen, leicht verkraftbar. Fast zu Tode geprügelt und dann bist du dann noch so. Du kannst dich nicht bewegen richtig, ja, also es ist wirklich ätzend. Die Situation war entsetzlich. Und dann, als sie da irgendwie sich so berappelt haben, was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Also ich sag dir, was sie gemacht haben. Sie haben lamentiert. Sie haben lamentiert und haben gesagt, oh Herr, warum hast du uns das angetan? Warum
Warum, o Herr? Warum nur? Sag uns, warum? Und dann hat der Silas gesagt, ja, es gibt eine Zeit zu klagen. Es gibt eine Zeit, seinen Frust vor dem Herrn auszuschütten, warum er uns in manche Situationen hineinführt. Es gibt eine Zeit, die Stimme zum Herrn zu erheben und zu sagen, warum? Ja. Rumlamentieren in den Situationen, die schwierig sind, die schmerzhaft sind, liegt uns allen sehr nah. Und jeder von uns kennt die Frage, warum, Herr? Wieso passiert mir das? Gerade mir, wo ich doch so treu mit dir weitergehe. Wieso gerade diese Schwierigkeiten, wo wir dir doch treu dienen, wo ich mit dir vorwärts gehe. Und dann das. Das ist doch nicht möglich. Warum lässt du das zu? Und dann gibt es Leute, die sagen, wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich Gott aber fragen und dann muss er mir aber Antwort geben. Völlig falscher Fokus. Völlig falsche Interpretation. Das ist so nach dem Motto, wären wir doch in Ägypten geblieben. So, wie wir wissen, haben sie nicht lamentiert. Okay, gut. Was haben sie gemacht? Sie haben geweint. Sie haben geheult und geplärrt und geweint. Und sie haben jetzt nicht den Herrn angegeiert, sondern sie haben auf sich geschaut. Und haben gesagt, oh ja, hart hat uns der Herr gezüchtigt. Warum? Weil wir was falsch gemacht haben. Wir haben was falsch gemacht. Irgendwo bei uns muss Sünde sein. Ja, lass uns schauen, wie wir in diese Situation gekommen sind. Das Problem muss bei uns liegen, muss in uns liegen. Und deshalb sind wir hier in diesem Dilemma. Und dann, wenn wir es wissen, tun wir Buße. Und wenn wir uns geprüft haben und nochmal geprüft haben, dann wird vielleicht der Herr Gnade schenken und wir kommen da raus. Das ist auch eine gängige Interpretation, wie manche Leute damit umgehen, wenn sie in solchen Schwierigkeiten sind. Ja? Sie schauen drauf, wo kann das denn herkommen? Aha, muss ja wohl bei mir herkommen. Das Problem liegt bei mir. In der ersten Version liegt das Problem bei Gott. Ne? Der hat das zugelassen. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit. Man kann auch sagen, ja, die haben was deklariert. Was haben sie denn deklariert? Die haben deklariert, weißt du was, Paulus? Es gibt einen Sinn in dieser Gefangenensituation. Es gibt einen absoluten Sinn. Gott will uns damit was sagen. Aber was? Und dann dachte Paulus, lass uns mal Hiob lesen. Lass uns mal Hiob lesen. Du weißt doch, der Herr will, dass wir leiden. Er will, dass wir leiden. Lass uns das still ertragen, denn dadurch wird der Herr geehrt. Das ist echt weit verbreitet in der Christenheit. Je stiller, je besser. Je mehr du den Schmerz und den Frust und die Enttäuschung und die Not und das ganze Ding in dich, wie soll ich mal sagen, reinfrisst, desto besser. Sei zufrieden mit dem Gefängnis. Das Gefängnis hier, in dem du bist, der Block, in dem du bist, das ist der Wille Gottes für dich. Ha? Die Schmerzen sind der Wille Gottes für dich, die Not ist der Wille Gottes für dich, der Mangel ist der Wille Gottes für dich, die Krankheit ist der Wille Gottes für dich. Das ist eine Interpretation, die weiter verbreitet ist in der westlichen Christenheit, als uns lieb ist. Und weißt du was? Das ist zutiefst unbiblisch. Das ist ein völlig verdrehtes Interpretieren dessen, warum bin ich in so einer Notsituation? Was haben Paulus und Silas gemacht, nachdem sie sich so weit berappelt hatten? Ihr wisst es, sie haben Gott gepriesen. Es steht hier, dass sie gebetet haben und dass sie Gott gepriesen haben. Im Grunde genommen, in der Situation, in der die waren, war das das Unmöglichste, was man machen konnte. Den Herrn zu preisen. Ja? Herrn zu preisen. Das war eigentlich absurd. Eigentlich gerade so lächerlich. Albern. Den Herrn preisen in so einer Situation, so kindisch, ist doch fundamentalistisch. Guck doch mal die Situation an, ist doch ohne jeglichen Realitätsbezug. Und doch war es genau das, was Gott erwartet hat. Es war das Richtigste und Vernünftigste, was die Leute tun konnten. Sie haben den Herrn gepriesen. Weißt du, uns geht es ja so, wir denken, ja, ich lobe den Herrn, wenn ich mich danach fühle. Wenn ich mich danach fühle, dann preise ich den Herrn. Wenn alles super ist,
dann, wenn alles läuft, dann preise ich den Herrn. Dann sage ich Danke. Gepriesen sei der Herr, denn alles läuft gut. Okay, das war hier nicht der Fall. Ich erzähle euch die Geschichte, der eine oder andere mag sie vielleicht schon kennen, von Horatius Spafford. Horatius Spafford ist bekannt geworden, weil er ein Lied geschrieben hat. Die deutsche Übersetzung heißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Folgende Situation, bei der Familie Spafford, das war also ein Ehepaar mit 4 Töchtern, die hatten in der Nähe von Chicago gewohnt und da hat ein, waren wohl wohlhabende Leute und da hat ein Feuer ihr gesamtes Haus und Anwesen vernichtet. Und dann waren sie also schon mal ziemlich mittelloser geworden und in dieser Situation haben sie gedacht, weißt du was, wir dienen dem Herrn, wir gehen in das Team von dem Evangelisten Moody und der war zu der Zeit in England. Und dann dachte, dem schließen wir uns an und wir gehen nach England. Und dann hat die Familie sich also eingeschifft, damals noch, das war 1873, auf einem entsprechenden Segelschiff. Und weil der Spafford, also der Mann, noch irgendwelche Verpflichtungen geschäftlicher Art hatte, musste der zurückbleiben. Und die Frau mit den 4 Töchtern ist eben nach England abgesegelt. So, und das war völlig ruhige See, aber nachts um 2 ist das Schiff mit einem anderen von England kommenden Schiff zusammengestoßen. Dieses Schiff, auf dem die Spaffords waren, ging unter. Ja, am 22. November 1873 morgens ging das unter, innerhalb von 30 Minuten. 228 Menschen haben ihr Leben verloren, darunter alle 4 Mädchen von den Spaffords. Die Frau wurde deshalb gerettet, weil ein Matrose da rumgerudert ist und die mehr oder weniger zufällig gefunden hat. Und sie waren eine der ganz wenigen, die überlebt haben. Und dann irgendwie sind die dann, ich weiß nicht, ob mit dem anderen Schiff oder irgendwie wurden sie dann, kam sie nach England, die Frau, und hat dann ihrem Mann telegrafiert, allein gerettet. Allein gerettet. So, der Mann ist dann hinterhergekommen und nach Europa gesegelt und während der Überfahrt, einen Monat später, irgendwann kam der Kapitän nachts zu ihm in die Kabine. Er hat gesagt, nur dass Sie es wissen, das hier, wo wir jetzt hier entlang segeln, hier ist das Schiff untergegangen. Und dann hat sich dieser Spafford hingesetzt, weil er so aufgewühlt war, und hat ein Lied gedichtet. Und das ist genau dieses Lied, wenn Friede mit Gott. Mitten aus dem Schmerz heraus, mitten aus dieser zerrissenen Situation heraus, hat er dieses Lied gedichtet. Und das Lied, für uns heute klingt das so ein bisschen altmodisch, aber das wurde sehr vielen Menschen zum Segen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun leb ich in Christo für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. So, was hat er gemacht? In dieser Situation hat er genau das Gleiche gemacht wie Paulus und Silas. Er hat den Herrn gepriesen. Es war menschlich gesehen völlig absurd. Der hätte menschlich gesehen lamentieren können, weinen können oder irgendwas erklären können, warum das dann irgendwie vielleicht doch ganz toll gewesen ist. Das hat er nicht gemacht. Er hat in der Situation auf den Herrn geschaut.
Und genau das ist es, was du und ich lernen müssen. In der Situation. Wie Paulus und Silas den Lobpreis gebraucht haben als Waffe für den Durchbruch, ja, als Waffe für den Durchbruch, so müssen auch wir das einsetzen. Der Lobpreis als ein Schwert. Wir müssen die Wahrheit verkündigen, egal wie es aussieht. Mag die Situation noch so bekloppt aussehen, es gibt eine Wahrheit und das ist, der Herr ist hoch erhaben und er ist zu preisen. Unabhängig von allem, was da ist. Ja? Und dadurch verkündigen wir Wahrheit in dieser Situation der Gebundenheit. Wir verkündigen Licht in der Dunkelheit. Eine andere Story, die ihr auch kennen dürftet und die ganz, ganz markant in diese Situation reinpasst, ist natürlich diese berühmte Story von Josaphat, König Josaphat. Ich lese euch das mal vor, in 2. Chronik 20, ab Vers 15. Da war folgende Situation, Josaphat war ein guter König, alles super, und auf einmal kommt eine aberwitzig große Heeresmacht von Osten, die ihn bedrängt. Und die waren auf dem Weg hoch nach Jerusalem und waren so etwa in dem Bereich des Toten Meeres, so kurz vor Jericho würden wir sagen, in dem Bereich, und wollten dann den Weg hoch nach Jerusalem nehmen. Diese gewaltige große Heeresmacht des Feindes. Und Josaphat hat das gehört, mitgekriegt, und dann hat man eine große Versammlung gemacht, dort in Jerusalem, mit dem Volk. Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, sagt ein Mensch, auf den der Geist Gottes in dieser großen Versammlung gekommen war, prophetisches Wort. So spricht Jahwe zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen, tretet hin, steht und seht die Rettung Jahwes, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird mit euch sein. Okay, das war in dieser Versammlung jemand, der das gesagt hat. Ein prophetisches Wort. Dann geht es weiter. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde. Das heißt, der hat das akzeptiert. Der hat das als Reden Gottes akzeptiert. Der hat nicht irgendwelche Ressentiments gehabt nach dem Motto, wer ist denn das? Macht mal gerade ein Dossier, wer das da gesagt hat. Ob das jetzt auch wirklich und so weiter. Ist der vertrauenswürdig? Sondern der hat in dieser Situation das genommen und hat gesagt, ja, das ergreife ich als das Wort Gottes. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fiel nieder vor Jahwe, um Jahwe anzubeten. Weißt du was? Es war noch gar nicht passiert. Es war noch gar nichts passiert, außer einer prophetischen Information. Der Feind war immer noch auf dem Weg dahin. Die Bedrängnis war exakt die gleiche. Alles, was die hatten, war eine Information. Dass Gott sagt, Leute, ich kümmere mich drum. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um Jahwe, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Aufgrund der Information, ohne veränderte Situation, fingen die an zu preisen, den Herrn zu loben. Das ist eine sehr, sehr weise und vernünftige Vorgehensweise. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, also diesem prophetischen Wort, dann wird es euch gelingen. Du musst das prophetische Wort glauben, du musst es nehmen. Du musst es für dich beanspruchen und sagen, ja, ja, das gilt für mich. Wenn es eine prophetische Verheißung gibt und Gott uns was zusagt, musst du sagen, ja, ich nehme das, ich ergreife das, das ist für mich. Aktiv. Nicht einfach so, wie soll ich mal sagen, ja, kommt schon irgendwie, nur hat ja der Herr gesagt oder sowas. Nein, es hat was mit Glauben zu tun, mit dem Ergreifen, Packen. So, und dann heißt es weiter, und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für Jahwe auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck.
indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist Jahwe, denn seine Gnade währet ewiglich. So, das Lobpreisteam in Form von Leviten, die Loblieder gesungen haben, die den Herrn gepriesen haben in ihren priesterlichen Feiergewändern, sind vor den Kämpfern hergezogen, dem Feind entgegen. Interessanterweise heißt es nicht in dem prophetischen Wort, dass sie das so machen sollten. Gelle? Aber sie haben kapiert, der Lobpreis dem Herrn gegenüber, wenn er sagt, er will hier etwas tun, wird den Sieg bringen. Und genau so war es. Zu der Zeit, Achtung, zu der Zeit, da sie mit Jubel, da ist bei uns noch Luft nach oben, ne? Da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Man beachte die Formulierung. Halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Der Feind hat sich wirklich gegenseitig abgeschlachtet. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn der Herr erhoben wird, wenn er gelobt wird, wenn sein Name verkündet wird, wenn ihm zugejubelt wird, beginnt in dem Reich der Finsternis das völlige Chaos, die könnige Konfusion, und der Feind fängt an, sich zu vernichten. Er wird aufgerieben. Amen. Und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin. So nach dem Motto, also hier ist der beste Platz für Touris zu gucken, was man alles sehen kann. Ja? Da kamen sie hin und dann haben sie das gesehen. Und sie sahen sich nach der Menge um. Und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider, kostbare Geräte, und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Das heißt, das ganze Volk, die ganze Armee, die ganzen, alle, was da waren, es war mehr, als sie überhaupt nach Hause schleppen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am 4. Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, denn dort dankten sie Jahwe. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Das ist das Lobetal. Das Lobetal. Die Situation war vollkommen beklemmend. Ein gewaltiger Feind, der sich aufgemacht hat. Hier war die Bedrängung wirklich von außen gekommen. Und Josaphat war in einer hundsmiserablen Situation. Aber es gibt ein prophetisches Wort. Und dann Lobpreis. Auf den Herrn schauen. Nicht auf das Problem schauen. Nicht auf den Feind schauen, sondern auf den Herrn schauen. Auf den Herrn schauen. Und sie haben sich diszipliniert und haben gesagt, jawohl, das ist die Lösung. Das ist der Schlüssel zu diesem Sieg. Und sie haben die Lobpreiser den Kämpfern vorangestellt. Denn der Lobpreis ist etwas, was, wie ihr hier seht, gigantisches Chaos im Lager des Feindes anrichtet. Der Lobpreis ist stark. Der Lobpreis ist gewaltig. Der Lobpreis ist eine gewaltige, gewaltige, gewaltige Waffe. So, das heißt also, das Lob des Herrn steht über unseren Umständen, muss über unseren Umständen sehen und unsere Situation und unseren Emotionen. Es ist vollkommen wurscht, wie es aussieht bei uns. Es darf unseren Lobpreis überhaupt gar nicht, wie soll ich mal sagen, beeinflussen. Völlig unabhängig von unseren Gefühlen müssen wir sagen, meine Seele, raff dich auf, preise den Herrn. Ja? Ich spreche zu meiner Seele, zu meinem Sein. Ich sage, jetzt wird der Herr gepriesen. Diszipliniere dich. Da guck mal die Psalmen an. Das ist, so oft kommt das da drin vor, diese Aufforderung. Ja, raff dich auf, preis den Herrn. Warum? Weil das ist der Schlüssel.
Und wir denken, ja, das ist ja nicht authentisch, ich fühle mich gerade nicht so. Weißt du was? Du wirst dich fast nie danach fühlen. Es ist eine Willensentscheidung. Fühlt sich vielleicht auch nicht dazu, Montag früh zur Arbeit zu gehen. Hat auch was mit Willensentscheidung zu tun. Es ist etwas, wo wir sagen, ich tue es, weil ich weiß, es ist gut, es ist das Richtige für mich. Ja? Egal, wie die Situation aussieht, egal, wie bekloppt das Gefängnis ist, egal, wie bekloppt das innere Gefängnis ist, egal, wie bekloppt der Block ist, in dem ich drin bin, egal, wie sie mich verdroschen haben, egal, was da für ein Wächter ist, es ist egal. So wie du dich berappelt hast, machst den Mund auf und fängst an, den Herrn zu preisen. So, und jetzt kommt die große Frage, was ist dein Gefängnis? Was ist das Ding, wo du geschlagen wurdest, überwältigt wurdest und gefangen gelegt wurdest? Und viele, viele, viele Menschen und auch viele, viele, viele Christen haben solch ein Gefängnis. Das kann beispielsweise sein Angst. Angst kann ein entsetzlicher Kerker sein. Wirklich. Leute, die mit Angst zu tun haben, sind im wahrsten Sinne des Wortes gefangen. Oder Missbrauch. Irgendein Missbrauch, den man erlebt hat und den man so zudeckt, ja, den man irgendwie runterdrückt. Sigrid hatte von dem Pflaster gesprochen, was man drüber pappt, ja, um ja das irgendwie, ne, am besten verdrängen, dass man gar nicht mehr damit zu tun hat. Einsamkeit. Einsamkeit, das Gefängnis der Einsamkeit, das Gefängnis von Depression, das Gefängnis von Ablehnung, von Mobbing. Es gibt Leute, die haben Situationen von Mobbing, du, die sitzen wirklich im Block, im innersten Gefängnis. Und die haben den Eindruck, sie können überhaupt nichts dagegen machen, was sich da von draußen irgendwie abspielt. Und wie leicht ist es dann, zu lamentieren und zu sagen, oh Herr, warum? Ja? Oder zu sagen, was habe ich falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht. Es ist der Feind, der dich da reinbringen will. Und der Herr will, dass du rauskommst. Genau. Übrigens, dieses Erdbeben, das war wirklich ein sehr präzises Erdbeben. Es war ein klasse Erdbeben, ne? Also das ist nicht zusammengestürzt, das Gebäude, und gar nichts, sondern das war so, dass die Ketten abfielen und die Türen aufgingen. Also also so Erdbeben, das, das wünsche ich mir, ja. Also ich denke mal, da waren Engel, die wirklich sehr positioniert das sehr gut ausgelöst haben, aber der Herr hat in dem Falle aufgrund des Lobpreises tatsächlich diese Erschütterungen gebraucht, sehr präzise, um das einfach dann freizusetzen. Übergriffen können ein Gefängnis sein, egal in welcher Art das ist. Oder natürlich Schmerzen, seelische Schmerzen, körperliche Schmerzen. Arbeitslosigkeit kann ein entsetzlicher Kerker sein. Armut, wo Leute in Armut gefangen sind. Nun, das ist für uns in der westlichen Welt nicht das Hauptthema, aber anderswo auf der Welt, ja, da kriegst du das mit, wie das etwas ist, was Christen einfach davon abhält, das eigentlich zu tun, was sie tun wollen für das Reich Gottes, weil sie in dem Gefängnis der Armut hängen. Ja, bei uns vielleicht Hartz IV oder Unternehmer, die keine Aufträge bekommen. Schulden können ein Kerker sein. Absoluter Kerker. Natürlich Krankheit und Gebrechen. Sucht. Sucht in jeder Art und Weise. Seelische Bindung. Auch schwierige Beziehungen, in denen Menschen drin sind, sind wie so ein Kerker. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ich sage dir eins, der Feind will dich da einschließen, in diesem Kerker, in diesem Gefängnis, so festsetzen, so in diesen Block setzen, so bewachen lassen, dass du niemals rauskommst. Das ist seine Absicht. Niemals, niemals, niemals. Denn das ist der beste Platz, wo du hingehörst. Vorher haben sie die ganze Stadt aufgewiegelt. Und jetzt? Ruhig gestellt. Da kommt keiner mehr hin. Die können nicht raus, kann auch keiner rein. Und die Friedhofsordnung des Feindes ist wiederhergestellt. Und Gott kommt und sagt, da machen wir mal ein bisschen Erschütterung. Übernatürliche. Wir kommen nicht raus durch Klagen, Lamentieren, Beschweren. Beschweren, das ist ja sowieso eine ganz interessante Sache. Über das Wort muss man mal nachdenken. Beschweren. Manche Leute sagen, ich möchte mich beschweren. Denk mal, was das eigentlich heißt. Ja? Eigentlich wollen sie sich erleichtern. Aber
Das ist das Gegenteil der Fall. Ich möchte mich beschweren. Ja, ist ja völlig bekloppt. Eine Beschwerde. Ja, ich möchte mir was aufladen. Hab noch nicht genug, ich will noch mehr schleppen. Also das Wort Beschwerde im Deutschen ist extrem präzise, weil genau das ist es. Wenn du dich nämlich beschwerst, dann bist du nämlich derjenige, der die Last trägt und nicht die anderen. Ja, wie das Wort nachtragend, genauso. Du bist nachtragend, du trägst. Den anderen juckt das gar nicht. Aber du schleppst. Die deutsche Sprache ist klasse, in vielerlei Hinsicht. Ne? Wie kommst du raus, wenn du in dem Gefängnis bist? Vielleicht eine Petition einreichen. Den Schuldigen suchen. Irgendwie mit dem Löffel anzufangen, ob du vielleicht dich unten drunter durcharbeiten kannst. Weißt du was? Wenn du aus deinem inneren Gefängnis raus bist, dann bist du immer noch im äußeren Gefängnis. Also da hast du schon viel zu graben. Oder vielleicht den Wärter beschwätzen. Lass uns doch mal so ein Agreement machen. Nein, alles Blödsinn. Wie kommst du raus? Der Schlüssel aus dem Gefängnis, egal wie das aussieht, in dem Leute drin hängen, heißt, schau auf den Herrn. Fokussiere dich auf ihn. Richte deinen Blick auf ihn. Der gute Josaphat hätte sich völlig davon einnehmen lassen können, hätte gesagt, jetzt müssen wir sofort erstmal ein paar Spione aussenden, wir müssen wissen, wie stark ist der Feind, was gibt es da für Absprachen, was haben wir da, wie ist das strukturiert und dann müssen wir überlegen und eine Schlachtordnung und bla. Hat er überhaupt nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Sondern er hat auf das Wort des Herrn gehört und so ist er vorwärts gegangen. Er ist nicht mit menschlicher Intelligenz daran gegangen, sondern mit geistlicher Intelligenz. Und die geistliche Intelligenz ist, egal wie deine Situation aussieht, schau auf den Herrn. Und ich sage dir eins, viele Christen haben das, was der Herr schon lange für sie freigesetzt hat, schönes Wort in dem Zusammenhang, freigesetzt hat, noch nicht empfangen, weil sie in diesem Lamentieren und dem Klagen und dem Heulen und dem Beschweren oder irgendwas sonst was drin hängen. Und mancher hat vielleicht schon jahrelang für irgendeine Sache gebetet und aber immer so anklagend, immer irgendwie negativ, immer irgendwie, ja, warum und bla. Und hat nicht empfangen, obwohl vielleicht schon lange, lange, lange zur Verfügung steht. Du kommst aus diesem Gefängnis frei, aus diesem Block oder was auch immer das Ding ist, indem du auf den Herrn schaust, indem du ihn erhebst, indem du ihm Lob singst, indem du ihn ehrst, indem du ihm anbetest. Lobpreis ist eine gewaltige, gewaltige Waffe, weil du von deiner Situation wegschaust, hinschaust zur Lösung. Weg vom Problem, hin zur Lösung. Das ist der ganze Witz. Du schaust auf den, der die Lösung ist. Und was sagt er? Ich kümmere mich drum. Du brauchst gar nichts zu kämpfen. Ich mach's schon. Aber bitteschön, du musst in dieser Verbindung sein. Du schaust auf den Herrn. Du schaust auf die Lösung, nicht auf das Problem. Er hat die Lösung. Er ist der Erlöser. Ne? So, aber in dem Zusammenhang möchte ich noch sagen, Lobpreis ist hier nicht nur irgendwie Lieder singen. Wir denken immer, Lobpreis, das ist so aufs, die Lobpreiszeit ja, im musikalischen Sinne beschränkt. Nein, 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 nein. Der Lobpreis ist etwas, was von deinem Herzen ausgeht. Du schaust auf den Herrn, du ehrst ihn. Das kannst du machen in 1000 verschiedenen Versionen. Ja? Auch Gehorsam ist eine Form von Lobpreis. Ja? Es gibt ganz viele Aspekte darin. Lobpreis ist eigentlich nur die richtige Sichtweise haben, auf den Herrn schauen. Und wenn du auf den Herrn schaust, dann ist Lobpreis eigentlich das Logischste, was dabei rauskommen muss. Weil du siehst, er hat alles getan, er ist für alles die Lösung, er ist der Herr, du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen und so weiter. Ja? Fokussier dich auf ihn, blick auf ihn, konzentrier dich auf ihn, lies über ihn, lies über ihn. Und wenn wir also als Christen ein Leben in Fülle erleben wollen, dann geht das nur, indem wir in dieser innigen Herzensbeziehung zu ihm stehen. So, und deshalb ist meine Aufforderung an uns alle heute, wenn du was empfangen willst vom Herrn, wenn du einen Durchbruch haben willst vom Herrn, wenn du ein Gefängnis hinter dir lassen willst, was auch immer das sein mag, ja, wenn du eine Schlacht gewinnen willst oder was auch immer, schau auf den Herrn. Schau auf den Herrn. Sei fokussiert auf ihn. Blick auf ihn. Er ist die Lösung. Er hat alles. Er hat alles für uns. Alles. Es ist alles da. Es ist alles da. Und der Feind in seiner Niedertracht
der versucht ständig und ständig uns dazu zu bringen, dass wir uns auf das Problem fokussieren. Und gerade wir Deutschen sind da die Weltmeister. Ja, weil wir denken schön, ja, wenn wir das Problem ordentlich analysiert haben, dann können wir eine Lösung rausarbeiten, wie wir das Ding dann hinter uns lassen können. Geistig funktioniert das so nicht. Wir brauchen geistliche Intelligenz in dem Zusammenhang. Ja? Die Lösung ist nicht, indem du auf das Problem schaust, die Lösung ist, indem du auf den Herrn schaust. Ja? Sonst wirst du immer in diesem Problemdreck hängen. Schau auf den Herrn, in den Krankheiten, in den Schmerzen, in der Not, in der Situation. Das ist die Lösung. Das ist wirklich die Lösung. Die Lösung vom Block, die Lösung vom inneren Gefängnis, die Lösung vom äußeren Gefängnis, die Lösung von dieser Macht des Wärters. Die ganze Story ist gut ausgegangen hinterher, wie wir wissen. Obwohl es diese schmerzhafte Phase war. Obwohl es diese Notsituation war. Wie gesagt, fast zu Tode gedroschen. Aber trotzdem. Paulus und Silas haben was gewusst, was wir lernen müssen. Egal wie es aussieht. Egal wie schmerzhaft es ist. Egal wie die Situation aussieht. Schau auf den Herrn. Da ist die Lösung. Amen.